Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück in Enshrouded. Ja, und wie ihr seht, ich habe eine neue Mütze. Die habe ich gefunden in so einem Lager hier oben irgendwo. Keine Ahnung, ist es jetzt alles nicht wirklich spannend gewesen? Wobei, ich weiß gar nicht, welches waren das? Düsterdickicht, warte, Refugium der Flamme, Weizlo. Ich glaube doch, hier bin ich rumgerannt. Da so die Ecke, hab mir hier die zwei Refugien geholt und wollte mit euch heute, es gibt noch so einige Sachen, die ich ganz gerne mit euch gemeinsam machen würde. Zum einen möchte ich ganz gerne die Grimmzahngrotte angehen. Schmelztiegel habe ich keine Ahnung. Hier oben Höheneingang könnte man sich nochmal angucken. Andererseits finde ich auch den Elixierbrunnen spannend, sowie den Test der Fähigkeit und die Tischsäge für den Schreiner. Aber wirklich spannend finde ich eher das hier drüben. Ne? Und dann natürlich auch irgendwann hier unten mit der VUCA-Zeremonie. Ja, ihr seht, volles Programm. Wir geben einfach mal Gas und gucken, was wir schaffen. Ich würde mit dem Elixierbrunnen anfangen, denn der würde sich von hier durchaus anbieten, 500 Meter weg. Inventar habe ich diesmal vorbildlich schon vorgereinigt. Wir pfeifen uns mal hier so ein gegrilltes Vogelfleisch rein und haben damit gleich mal richtig schön Leben dazu bekommen. Ich habe mir auch mal endlich wieder eine Fackel gebaut. Ansonsten gibt es jetzt natürlich noch ein Wässerchen für Ausdauer. Und damit haben wir zwei Ringe voll. Und jetzt gucken wir mal. Ne? Wir müssen einmal hier runter und zwar komplett runter. Komplett runter bis dahinter. Ich sehe das Ding schon, da den Elixierbrunnen am Ende des, des Landes geht es dann einmal darüber runter. Und da guckt schon das Ding raus. Das werden wir jetzt mal ganz, ganz schnell und ganz geschmeidig auflösen. Ich vermute mal, die Gegner, der werden kein allzu sehr hohes Level haben. So, und wenn wir uns nicht zu doof anstellen, ich denke, wir sind ganz gut und defensiv. Die Mütze, die ich gerade auf habe, die bringt uns nochmal ein paar bessere Werte in Bezug auf die Defensive. Und ja, ne, man kann natürlich hier so den ein oder anderen Wolf natürlich nochmal mitnehmen. Ne, so ein Level 9 Wolf ist jetzt ist alles nicht so sehr dramatisch. Wir haben auch mittlerweile gut was an Bandagen, sodass wir uns versorgen können, wenn wir das wollen. Ich habe mal die Leisten noch etwas besser aufgeräumt. Es ist spannend, wenn man die nicht anfixiert, dann wirklich nur gehen die ja da drauf, was man so am nächsten von seinem Mittelpunkt hat. Einmal hier nach unten. Ins Miasma. Und dann lassen wir uns mal einfach überraschen, was uns hier erwartet. Bisher keine Gegner. Was liegt denn hier so rum? Lyndon, Myzel. Ah doch, da sind welche. Was haben die für ein Level? Level 11. Also alles entspannt. Ihr werdet es im Übrigen auch merken, ich habe jetzt Lebensraub wieder drin. Hab den einen Ring mit der Lebensraubchance mit reingenommen. Einfach mal, weil ich es testen will, wie gut es funktioniert. Das Schild packen wir jetzt nicht ein. Feuer ist besser. Okay. Wert können wir gleich mal zerlegen. 26 Schaden. Habe ich gerade ein bisschen gepennt, aber es war bloß ein graues Schwert. Da gibt es also wirklich bloß den Damage dazu und der Rest ist da wirklich egal. Also so ist es natürlich noch ein bisschen schöner jetzt. Aber es ist halt wirklich nur eine 3% Chance, ne, mit dem Lebensraub. Wenn man mal skillig im richtigen Moment blockt, dann kommt sowas bei rum. Okay, also einmal nach unten.
Hier Miasma Flüssigkeit. Wurzel, Wurzel, Wurzel. Wo müssen wir lang? Hier sind wieder diese komischen Blumenkäfer. Oha, habt ihr das gesehen? Das war mal nicht schlecht. Wir können natürlich auch noch einen Trank uns irgendwie mitgeben, ne? Das habe ich auch die ganze Zeit nicht gemacht. Haben wir auch noch einige so ein bisschen auf Lager. Die sind auch eklig, wie ich finde manchmal. Miasma-Sack. Es will offensichtlich, dass wir hier hinten rumgehen, ne? Damage. Nicht schlecht. Kann man dann so ein Blümchen dann doch mal one-shotten? Autsch. So, hier unten ist rötlich. So, Prinzesschen. Ja, zumindest kriegen wir gute EP hier unten, ne? Also das muss man, darf man jetzt nicht vernachlässigen. Und wenn wir die kleinen Käfer hier one-shotten, ist das für mich auch okay. Gleich eine ganze Seele auf einmal. Ding ist halt nur, dass wir in der Konstellation öfter zum Reparieren nach Hause müssen. Oder ich brauche einen zweiten guten Zauberstab. Okay, hier sind... Boah, guckt euch das mal an. Hier sind nochmal richtig Gegner. Vielleicht nehmen wir hier tatsächlich Feuerbälle. Da so auf dem Haufen stehen. Nom, 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 nom. Ah, warten wir mal noch kurz. Wir warten mal kurz über die Mana weg. Ich habe ja Mana-Tränke hier, ne? Na komm, Freundchen. Renn doch nicht weg. Schade. Na, ja, das Miasma da hat uns gerade ganz schön. Wir müssen uns ein klein wenig sputen. Okay. Sehr schön. Die anderen noch mal so kalt. Ja,
An sich alles kein Thema gerade hier, weil wir ja, wenn wir das Ding fällen, dann hier keinen erstmal mehr haben, ne? Wir müssen bloß erstmal alle kaputt machen. Okay, so, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal die Holzfäller-Axt an. Okay, sehr schön, genau. So, Miasma weg. Alle sind glücklich. Wir können hier nochmal looten. Ach komm, wir nehmen alles mit. Wünscht, es gäbe noch einen coolen Verwendungszweck für Stoffe. Ansonsten machen wir da dann einfach nochmal eine extra Kiste. Vielleicht kommt da ja noch was. Oder ich habe einfach irgendein Rezept dafür nicht gesehen. Ansonsten gerne mal mit in die Kommentare, wenn ihr mir sagen könnt, was ihr mit Stoffen macht. Oder was da. Vielleicht übersehe ich ja einfach irgendwas Schönes noch dazu. Nehme ich gerne entgegen. Da sämtliche Ideen dazu. Sagen, irgendwie, boah, fehlt mir hier gerade eine Truhe. Aber Leben ist schon auch echt ein mächtiges Attribut hier in dem Spiel. Das muss man deutlich dazu sagen, ne? Ich glaube, klar, Rüstung macht halt was. Aber Leben, es fühlt sich so gechillt an, wenn man einfach genug Leben hat. So, Level 11. Sehr schön. So habe ich mir das doch vorgestellt, oder? Da kann es doch weitergehen. Da haben wir jetzt 5 Punkte. Und oh, einen Leuchtzauberstab. Ja, hallo, Liebling. Na, wenn das mal nichts ist, guckt euch das mal an. Ein Feuerzauberstab. Das heißt, der würde dann unseren sengenden Zauberstab, der auch Feuerschaden macht, ersetzen. Wir können ja mal kurz vergleichen, was die beiden so haben. Ne? Da haben wir jetzt einmal hier schon vom Grundschaden 26. Der hat 2 Mana-Rack, das ist ein bisschen besser, der bloß einmal. Haltbarkeit ist hier ein bisschen höher. Überladung ist hier bei dem Legendären ein bisschen höher. Feuermagie-Schaden. Feuermagie-Schaden kriegen wir für den ersten Punkt. Eismagie-Schutz haben wir auch. Zweiter Punkt. Feuermagie-Schaden ist der dritte. Und dann Miasma-Widerstand. Dieser Stab verleiht jenen die Macht über das Feuer, die den Mut haben, ihn zu benutzen. Überladung. Dieser Zauberstab hat eine Chance, mehr Schaden anzurichten. Okay, ja. Also definitiv geiles Gerät. Sage ich jetzt mal so nicht, nee. Nicht zerlegen, natürlich nicht. Okay, das hat sich mal gelohnt, Freunde. Ich würde sagen, mit diesem Gerät werden wir uns jetzt mal Richtung nach Hause nochmal aufbrechen. Aber wir müssen erstmal zurück hier in die Ecke, wo kein Miasma ist. Oh, das nehmen wir mit. Und dann aber ganz, ganz flott. Nach Hause. Kurz reparieren. Sehr schön. Und wenn wir schon einmal hier sind, egal wo wir das jetzt machen, ne, Ausrüstung verbessern. Natürlich kriegt der jetzt noch ein paar Level-Ups. Ne? Der braucht natürlich ein paar Runen, aber wenn wir was haben, dann sind es Runen. Und guckt euch das an. 34 Schaden, das ist mal deutlich über dem vorhergehenden Zauberstab. Da bin ich aber glücklich, dass wir den jetzt so gefunden haben. Ansonsten sieht es vom Inventar her, finde ich, ganz okay aus. Ich muss jetzt nicht viel wegpacken. Wir machen da jetzt kein großartiges Gezeter. Ich werde... Also den Kleinkram, den kann man schon aufräumen. Ansonsten das kann man lassen. Das kann man hier rüberhauen. Die kann man rüberräumen. Rüdlingsbeine. Ist ja eigentlich alles fast auf einem Step, ne? Knochen und so. Können wir eigentlich alles einstecken, behalten. Hier wollte ich noch hin. Und das Wolfsfleisch packen wir auch noch kurz weg.
Oh, damit sind wir wieder ausgeruht. Wir müssen uns noch ein Wasserbuff reinpfeifen. Für Ausdauer. Und ansonsten... Genau, geht's jetzt weiter im Text. Test der Fähigkeit. Wäre halt wieder so ein Punkt, auch so die Richtung. Ich denke, das kriege ich auch einfach mal so hin. Das wird jetzt nicht spannend sein. Wenn da irgendwas Spannendes ist, berichte ich euch im Nachhinein davon. Aber richtig interessant finde ich jetzt nochmal die Grimmzahngrotte. Da würde ich nochmal hinreisen. Das haben wir nicht gepennt, aber das macht auch wieder nichts. Wird schon von alleine irgendwann wieder hell. Ein Blümchen da oben wieder. Aber wir müssen auch skillen, ne? Wir dürfen nicht vergessen, unsere Skillpunkte zu verdonnern. Und da wird es schon ein bisschen schwierig langsam. Ne, also ihr merkt ja, ich bin gar nicht so sehr vom Stabschaden überzeugt. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber ich denke, Zauberstabschaden ist schon eigentlich eine ganz coole Sache. Ne, wir könnten jetzt hier Willenskraft und sowas. Ich finde diese kleinen Punkte natürlich nicht doof. Saura, alle Spieler im Umkreis von regenerieren pro Sekunde einen Lebenspunkt für jeden Punkt deiner Intelligenz. Das zählt vermutlich für mich mit, ne? Ne, wenn ich selber Leben regeneriere, ist es eigentlich ganz geil. Ich könnte jetzt hier natürlich noch auf so eine Sachen gehen. Eine Feueraura. Aber wie viel Schaden ist denn das schon? Ne? Das ist eigentlich very important. Das muss man schon deutlich dazu sagen. Automatisch einen zweiten Gegner. Wenn ich kritte, ne? Ah, ja, ja. Ne, aber man muss sich natürlich auf irgendwas... Ne, ich finde Feuerschaden cool. Vielleicht genügt es auch, wenn wir dann mit Feuer einfach durchballern. Gauner. Gegenschlag. Nachdem du Schaden erhalten hast, besteht 20%ige Chance, das Feuerschaden zurückzuwerfen. Kann andere Fertigkeiten auslösen. Ist auch witzig, ne? Ah, wenn du beim Gleiten die Sprungtaste drückst, bekommst du einen kleinen Höhenschub. Das finde ich wiederum spannend. Ne, die Frage ist natürlich jetzt nur, was ist so der Punkt? Das fand ich ja auch ganz cool, auch mit der Ausdauer. Aber ich glaube, darauf können wir erstmal verzichten. Das ist alles nicht so spannend. Ja, ja, ja. Das ist krass. Guck mal. Wenn du mit einer magischen Waffe einen kritischen Treffer landest, besteht eine 50%ige Chance, zwei Gesundheitsmana und/oder Ausdauerobs zu spawnen. Mit 10% der... Also das finde ich cool. Alle Spieler im Umkreis von 15 Metern um das Ziel Gesundheit in Höhe. Deiner Intelligenz. Ich weiß halt nicht, ob das für mich mitzählt. Wenn dein Mana unter 20% fällt, stellst du 20% deines maximalen Manas wieder her. Allerdings auf Kosten von 1 Gesundheit pro Mana. Okay. Aber ich brauche dafür den Ausweichangriff, ne? Hm. Naja, also es sind halt einmal... Also ich muss halt 7 Punkte in Müll stecken, um danach ein bisschen was Cooles zu kriegen. Das finde ich schade. Ich finde, man sollte hier rüber gehen können. Das wäre cool. Ansonsten finde ich die... nett, aber jetzt nicht so brachial nett wie manch andere Dinge. Ne, das war jetzt okay. Ein
vom Feind. Also das finde ich auch ganz nett, aber wirklich so Bonus. Damage-technisch wären wir irgendwo hier in dem Bereich dabei, denke ich. Da könnte man jetzt noch mehr Schaden rausholen, um richtig zu rotzen. Das mit dem Aufwind finde ich cool, aber ich bräuchte jetzt 6 Punkte, um hinzukommen. Ich entscheide mich daher jetzt dafür, 5 Punkte. Wir stecken einen Punkt in Willenskraft. Ah, wobei das auch geil ist. Und die Schnellladung könnte man natürlich reinnehmen, ne? Gegenschlag 2, 1. Der kostet 3. Ja, die Frage ist, will ich Schaden erleiden? Eigentlich auch nicht, ne? Wir machen das so. Wir gehen jetzt erstmal in Richtung Brandstifter. Wenn wir Punkte kriegen, dann noch den Aufwind bzw. den Gegenschlag. Den finde ich richtig, richtig cool. Das muss ich echt zugeben. Genau. Und dann ist es jetzt erstmal so, wie es ist. Okay. Okay. Und damit kriegen wir ein kleines bisschen Mana. Ich könnte mir das mit den Stäben auch nochmal vorstellen. Das klingt spannend. Aber vielleicht nicht unbedingt jetzt um jeden Preis. Wir werden ja sicherlich auch nochmal einen anderen Zauber dazu bekommen. Jetzt können wir erstmal gucken, wie viel. Also die macht jetzt schon richtig, richtig gut Damage, die Waffe. Wenn wir uns das mal angucken. Zieht euch das mal rein. Ist natürlich effektiv gegen die Blümchen. Aber es ist trotzdem krass, wie viel Damage das reinpumpt. Ja, und der Schaden, den wir jetzt durch das Gift nehmen, das ist echt überschaubar. Ich bleibe aber auch zusätzlich dabei, das ist alles unsere erste Skillung. Ne? Also ohne viel Großes drum und dran haben wir ja jetzt hier nicht viel rumprobiert, sondern einfach mal hier so, ne, auf Magie und so. Also da gibt es sicherlich noch schönere Kombinationen, wo man coole Sachen ausprobieren kann. Das machen wir ja alles gar nicht. Und, Kamille. Von daher passt das schon. Ich hoffe, ich komme hier dann irgendwo hoch. Sieht so aus, als ob wir hier nur abpfeifen. Das gefällt mir gerade nicht. Ich glaube, ich buddel mir mal hier eine kleine Ecke rein. Na, das ist aber auch... Okay. So, mal noch ein Wässerchen reinpfeifen. Mache ich auch. Ich trinke mal einen Schluck. Weit ist noch bis oben nicht mehr weit, ne? Boah, ich sehe genau nichts, ey. Das ist wirklich krass. Sind wir jetzt oben oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich glaube schon. Es ist verrückt. Okay, alles klar, Freunde. Dahin geht aber die Sonne, glaube ich, gleich auf. Also von da, es wird gleich hell. Ah, so sehr das, ne? Ich mag aber trotzdem dieses Tag-Nacht-System. Es nervt manchmal, aber es trägt auch manchmal unheimlich viel zur Atmosphäre bei. Und deswegen mag ich es. Okay, hier ist jetzt nichts Spannendes hier oben. Der Standort ist unten. Heißt denn unten? Muss man wieder gucken. Könnte sein, dass der Eingang hier hinten ist, ne? Was war das nochmal? Steht auch gar nichts. Da steht gerade nur Wegpunkt.
Naja, genau, so. Ich mutmaße von hier. Zum Zahnkrotte, ja. Ganz gut aus, ne? Ja, das sieht aus wie ein Eingang in die Grimmzahngrotte. So, jetzt bin ich neugierig. Was erwartet uns hier an bösen Schuften? Da ist auf alle Fälle eine Wurzel wieder. Ich könnte wetten, ich sag's jetzt mal einfach so, weil der Name das schon so komisch andeuten lässt, hier ist wieder irgendwo ein Boss. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Vielleicht ist hier auch bloß echt eine bubblige Wurzel und dann war's das wieder. U74. Ist schon echt nice, ne? Großer komische Käfer? Ist ja hier gerade echt gar nichts los, Freunde. Ich sollte dieses Dings hätte ich kaputt machen sollen. Schade, Marmelade, aber ist halt einfach nur eine popelige Grotte, ne? Mehr nicht. Okay. Heißt halt einfach so. Aber ansonsten scheint es hier nichts gegeben zu haben, was für uns spannend ist. Aber ich glaube, wir sollten. Was ist denn das hier noch für ein Teil? Nicht effektiv. Okay, alles klar. Da kann ich nichts mitmachen. Ist hier wieder dieses Leuchtgelöt? Normal schon, ne? Da Leuchtbewuchs. Gibt es hier wenigstens irgendwo noch eine Truhe? Kann doch nicht alles sein hier. Sicher eine geile Höhle, ne? Das ist wieder Ausgang. Ja, du, im Zweifel ist es so, ne? Also dann machen wir uns jetzt nicht kaputt. Aber ich denke, 2 Minuten können wir uns schon noch nehmen und hier mal ein bisschen umgucken. Weiß nicht, ob wir da drüben vielleicht was finden. Da oben könnte auch sein. Da leuchtet es auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, hier muss noch irgendwo was sein. Das ist alles andere ist für mich irgendwie. Gerade so ein bisschen. Kann ich nicht so ganz glauben, dass das hier schon Schluss ist. Guck mal, hier geht's doch nicht umsonst um die Ecke, hä? Kommt schon. Na, da ist sie doch. Da ist unsere Truhe. Die habe ich gesucht. Eine goldene Truhe, Freunde. Oh, Schild der Brandung. Wer hätte das gedacht? Ein Schild, der in eine Grotte am Fluss gespült wurde. Er muss einem tapferen Helden gehört haben. Okay, alles klar. Wie gut ist denn die im Vergleich zu unserem Schild? Haben wir ein Schild, ein Schild, ein Schild? Da haben wir ein Schild. Stufe 11, Stufe 11. 4 Block, 9 Block. Feuerbeständigkeit, Giftresistenz. Maximale Haltbarkeit 130, 110.
Ich finde ja das Geisterschild schon cool. Das verbraucht halt keine Ausdauer, ne? Also, glaub, wir legen das mal an. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen Vorteil haben sollte bei dem anderen Schild, ne? Also das ist schon klar, das wirkt halt ein bisschen mehr nach krass Mealy-Boy, aber darf's ruhig. Und es sieht echt cool aus hier drin. Das muss man schon deutlich dazu sagen. Okay, ich würde trotzdem sagen, wir sneaken uns mal hier raus. Gucken mal, wo müssen wir noch hin? Miasma-Wurzel haben wir geklärt. Da ist eigentlich alles schick. Das ist ein weiter Weg von da drüben. Aber ich würde den Schmelztiegel trotzdem vielleicht einfach angehen wollen. Da ist ja noch irgendeine Quest. Das haben wir gesagt, das machen wir heute. Und von daher bleiben wir auch dabei, dass wir so die ein oder andere Sache zumindest uns anschauen. Und vor allem in der Ecke auch mal noch ein bisschen gemeinsam unterwegs sind. Das ist ja auch nochmal so entscheidend, ne? Bin ich jetzt richtig? Ja, bin ich. Wegpunkt. Oh, es ist wirklich ganz schön weit drüben. Also keine Chance, dass wir das auch nur ansatzweise mit 2, 3 Sprüngen schaffen. Ja, wir sind auch nicht ausgeruht gerade. Es kommt auch noch dazu. Na gut, okay, wir begeben uns einfach trotzdem in die Richtung. Wir kommen ja da irgendwann schon an. So, wir können auch mal währenddessen, das würde ich auf jeden Fall machen, mal hier einen Snack uns reinpfeifen. Denn das mehr Leben, finde ich, ist einfach ultra wichtig. Und zur Not halt Wölfe jagen, Schweine jagen, alles Mögliche, was da noch rumkeucht und fleucht. Oh. Wo wir beim Thema sind, da sind schon ein paar Schweinis. Level 13. Okay, nett. So, genau. 2 Keulen in einem Eber. Das sage ich nicht. Nein, da unten waren auch noch welche, aber ich glaube, wenn wir das Zeug brauchen, finden wir das gut, indem wir es hier einfach einmal abfahren. Obwohl Level 13 halt eine coole Sache ist, ne? Wir kriegen halt 60 EP für so einen Gegner. Aber ich glaube, eine reine EP-Session kann ich auch nochmal solo durchziehen. Ne, also ich bin schon auch der Meinung, wir müssen jetzt hier nicht langweilig, sinnlos EP-Farm, da verschwende ich eure Zeit. Da, wir wollen ein bisschen was Cooles zusammen machen, wenn wir hier schon Let's Play machen. Von denen habe ich übrigens letztens auch mal einen zerlegt. Das ging mit einer Nahkampfwaffe ganz gut. Ist aber nicht wirklich spannend. Das dauert einfach nur eine Weile und dann kommt da jetzt nicht wirklich viel bei raus. Hier haben wir ein Häuschen. Können wir uns auch noch angucken. Ich finde, die Kisten werden langsam spannend, ne? Also wir haben jetzt schon mehrfach, haben wir richtig, richtig coolen Stuff aus irgendwelchen Kisten rausgeholt. Und ich finde den Zustand von der Bude hier mal echt edel. Also das sieht schon nochmal richtig, richtig schick aus, ne? Da kann man sich auch mal ein bisschen inspirieren lassen. Das ist wieder das Typische. Na komm, Mäuschen. Ja, also ich denke schon, so in die Richtung kann man dann... Ah, hier ist ein Dietrich. Bisschen Holz. Ah, wegen dem Rattenfell, da fange ich jetzt nicht an. Ne, aber das sieht schon schick auch aus. Auch mit diesen kleinen Balken, die hier rübergehen. Also wenn ihr Inspiration fürs Bauen sucht, findet ihr die auch. Definitiv, ne? Auch hier mit so einem Kamin und so, das ist eigentlich kein Thema. Ne, man muss sich einfach nur mal ein bisschen umschauen und dann findet man hier überall in der Welt kleine Inspirationen für coole Bauwerke. Und kann man sich schon wohlfühlen, würde ich sagen. Ne, mit so einem kleinen Balkon.
Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was wir hier finden werden. Das ist einfach nur... Ich gibt's hier nicht mal eine Kiste wahrscheinlich. Barrikadiert bis sonst was, aber nichts wirklich spannend. Da geht's nochmal eine Treppe hoch. Ah, alles klar. Da brauchen wir einen Dietrich. Nägel, hier ist eine Truhe. Aber nichts Besonderes. Ein paar Kupferpfeile, Miasma-Überlebenstrank. Und jetzt müsste man nochmal hier hoch, ne? Wir kommen von drüben hoch. Das ging eigentlich. Muss nur den richtigen Ansatz finden. Passt auf. Ja, das hat der Double Jump nicht getriggert, Freunde. Okay, perfekt. So, einmal oben. Besserer Mana-Trank. Sonst nichts weiter Spannendes. Es bringt mir jetzt auch nichts, hier alles kaputt zu schlagen, weil das, was wir hier kaputt haben, das sind auch immer wieder dieselben Materialien. Da kommt Holz bei raus, da kommen Stoffe bei raus. Ne, vielleicht mal ein paar Nägel oder so wie hier. Das ist nicht unbedingt wahnsinnig spannend, aber auch hier den Dachboden finde ich wieder echt witzig. Also definitiv coole Inspirationsmöglichkeiten für ein schönes Häuschen hier. Also das gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Da kriege ich gleich richtig Bock drauf. Ich werde auch definitiv, ne, für den einen oder anderen, die vermissen das vielleicht, vor allem von den Zuschauern, die mir schon meinem Kanal schon länger folgen. Ich bin ja so ein Baudude, aber ich will halt erstmal auch, keine Ahnung, für mich ist das Bauen tatsächlich ein bisschen Endgame-Beschäftigung. Ne? Wenn ich dann alles habe, weil es für mich ist so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, ich fange jetzt an sehr extremst zu bauen und sehr, sehr, sehr ausführlich, dann habe ich eher das Gefühl, ich verschwende etwas meine Zeit, weil es könnte ja noch irgendwas dazukommen, was richtig, richtig toll ist. Und dann in meinen, ne, nehmen wir jetzt mal gerade zum Beispiel dieses, die Textur, die wir letztens gefunden haben, den Block der, ne, von diesem Fachwerk. Ich wusste, dass es den gibt, deswegen habe ich da auch nicht so sehr viel gemacht. Samets Vernächtnis, wie kommen wir denn am besten da hoch jetzt? Und hier gar nicht so richtig, ne? Müssen wir uns auch wieder hier durch die Steine boxen. Gut, dass es die Möglichkeiten gibt. Nee, und von daher denke ich, ich möchte zumindest alle Biome angefangen haben. Dann werde ich mir sicherlich nochmal Gedanken machen, einfach weil es mein Fokus ist, wenn wir was nicht gefunden haben, ob es noch bestimmte Texturen gibt. Ja, da werde ich da auch sicherlich mal ein bisschen mich nochmal spoilern zur Not. Aber das ist halt schon für mich ein wichtiger Aspekt. Da habe ich Bock drauf. Deswegen werde ich das auch machen. Und dann werden wir, denke ich, richtig losbauen. Ne? Also ich habe da schon auch Bock, eher eine Art... Ich will nicht nur ein Haus. Ich will ein schönes, großes Haus haben. Gerne auch wie so eine große Scheune vielleicht oder so. Mal gucken. Aber auch so ein bisschen vielleicht mit einem kleinen Rundgang, wie so ein bisschen ein Schloss oder so. Mit einem Innenhof und gerne so kleinen Bereichen für die ganzen Dudes, die da noch mit rumhocken. Hm. Ne, aber andererseits bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber klar, wenn wir das Cliff haben, dann natürlich auch so einen kleinen Balkon, so an der, so eine Terrasse, die so am Klippenrand ist. Irgendwie auch total cool, habe ich auch Lust drauf. Naja, es ist zu viele Ideen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles umsetzen soll. Ah, genau. Das passiert, was nicht passieren sollte. Jetzt sind wir ganz unten gelandet. War eigentlich alles für ein A. Schade. Gut, dann setzen wir nochmal an. Dann müssen wir vielleicht doch eine Runde außen rumlaufen. Hallo, Freunde. Was ist denn hier eigentlich? Was ist denn du hier? Genau, das würde mich mal interessieren. Wie viel machen wir jetzt mit Frostschaden? 58? Feuer ist halt bei denen nicht so effektiv. Widerstehen, aber macht halt trotzdem gut Damage. Ah, hier ist auch nochmal... Ach, das ist diese Mine, ne? Spannend. Oder? Nee, ist auch einfach nur... normal für... Lehm. Ja,
Das bringt alles nichts. Wir laufen jetzt einfach hier außen rum. Hier ist das Haus. Und da hinten geht es ja ganz hoch. Ja, das ist doch Schwachsinn, wenn wir uns jetzt hier lang kämpfen und dann nochmal versuchen, irgendwie hochzuboxen. Wenn hier drüben die Möglichkeit besteht, problemlos dahin zu kommen, dann nehme ich doch lieber die. Da müssen wir es gucken. Kommen wir nämlich auch nicht so richtig ran. Vielleicht doch nicht alles gleich. Aber hier. Hier wäre nochmal eine Option. Dann hauen wir hier jetzt nochmal uns einfach einen Weg nach oben. Hier ist dann halt ein Flammenaltar. Theoretisch geil. Ich habe bloß gerade keine Kapazitäten mehr für einen. Ich muss auf jeden Fall mal einen wegreißen. Noch so den ein oder anderen Altar, den wir sicherlich nicht mehr brauchen. Ich merke schon, wie verplempert und ultra viel Zeit. Ich wollte eigentlich schon wesentlich weiter sein, aber so ist es halt. Ne? So ist halt letzten Endes das Spiel. Und ich denke, das ist auch trotzdem das, was zum Let's Play dazugehören sollte. Ja, nach der Aktion da oben dann sollten wir auch... definitiv mal kurz nach Hause reppen zur Werkbank. Oh, da ist es schon oben. Sehr schön. So. Hier ist der Höheneingang, den wollte ich eigentlich auch noch mit euch abhaken, aber der Schmelztiegel ist mir genauso wichtig. Und wie ich schon sagte, wir können, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, genau, keine weiteren Altäre platzieren. Warum eigentlich nicht? Warum haben wir denn so viele? Wir haben einen hier. Eins, zwei, drei. Ja, okay, okay, okay. Hier. Und hier hinten ist noch einer. Fünf. Sechs. Okay, okay, ich verstehe. Also es sind schon noch ein paar Altäre und wir haben ja... aber ich glaube, den hier bräuchten wir eigentlich nicht mehr. Der kann eigentlich weg dann. Schwierig. Schwierig, schwierig. Der Höheneingang ist aber unten. Wir gehen jetzt trotzdem den ganz normalen Weg weiter, wie ich es mir die ganze Zeit vorgenommen habe. Ihr habt euch ja schon dran gewöhnt, an so Folgen, die so eine Stunde gehen. Zur Not müsst ihr die einfach zweiteilen. Geht ganz schön weit hoch hier, ne? Oh, der gute Flaxio. Wir sind richtig weit oben, ne? Wir sind fast so weit oben wie auf der... warte. Ne, da oben sieht es nochmal ein Stück höher aus. Und dann sagt mir bestimmt dieses Tool dann hier, dieser Marker, bitte nach unten. Ja, Standort unten sehe ich jetzt schon, dass da... aber wir müssen ja auch eher so in die Richtung, ne? Aber hier dazwischen muss das dann auch irgendwo sein. Und wenn wir einmal hier oben sind, würde ich natürlich ganz gerne mal den Rand der Welt von hier noch erkunden wollen. Ich hoffe, wir kratzen jetzt nicht ab, sondern... wir sind aber langsam hier. Krasse Ecke, ne? Wobei ich trotzdem noch eins dazu betonen möchte. Wenn ich mir hier so umgucke, ne, man kann zwar bis sonst wohin gucken, aber ich finde immer noch die Art und Weise, wie... das ist eine Rübe, ne? Genau. Wie... Ark Survival Evolved aussieht, vor allem natürlich in der neueren Version.
Wobei ich das da nie gespielt habe, aber selbst in der alten Version, das hat mich immer noch ein bisschen mehr beeindruckt, wie das, wie dieses Spiel doch wirkt. Was ich gerade nicht weiß. Hier steht, glaube ich, nur ein Baum, ne? Hier ist nichts zum Runterkommen. Könnte mich auch einfach in die Erde reinpickern wahrscheinlich. Irgendwann kommt man da sicherlich auch an. Amets Vermächtnis. Aha, ich glaube, das ist das. Da war ich schon mal so ganz, ganz grob. Ja, von hier Schmelztiegel, da wird's reingehen. Gut, dass der Hund mich nicht angegriffen hat. So, wisst ihr, was wir jetzt machen können? Schmeiß uns mal so ein Elixier rein. 30% Schadensmultiplikator. Und nehmen natürlich gleich nochmal davon eins. Okay. Wir haben dadurch ein bisschen verlorene Miasma-Zeit, aber das ist eigentlich Latte, weil hier eigentlich kein Miasma sein sollte. Zumindest nicht in dem Umfang. Das hier ist alles Kupfer, ne? Also das muss man uns mal merken. Ja, auch wenn da Widerstand steht. Also das macht dennoch mindestens genauso viel Schaden, denke ich, wie Frost. Wofür die Gegner hier eigentlich anfälliger sein sollten. Boah, hier ist richtig viel Kupfer. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen umgucken muss man es natürlich trotzdem. Ah, wobei, Frost ist schon nochmal eine ganze Ecke krasser, ne? Wisst ihr ja, was wir brauchen? Wir brauchen einfach nochmal einen besseren Frostzauberstab. Dann geben wir richtig ab. Aber ich denke, das wird über kurz oder lang auch kommen. So, also oben ging es nicht so gut rein. Wir müssen hier ein bisschen weiter runter. Oben kommen wir nur einmal da durch. Ich glaube, da hinten, das sieht gut aus. Naja, schmeiß mal deinen Kram von oben runter. Wieder ein Bücherregal. Ich gehe jetzt hier rein. Macht doch, was ihr wollt. Das sieht für mich richtig aus. So, Wolfie, komm mal her. Hier ist auch ein bisschen was drauf. Machen einen Schaden, diese Hunde. Das ist schon echt krass, ne? Oh, Vorsicht, Falle. Rucksack voll, danke. Ich bin gerade unsicher, es könnte sein. Nee. Ist nix. Wir sind hier nicht ganz richtig, oder? Nee, dahin. Doch, Miasma. Oder? Nee, täuscht. Das ist eine silberne Truhe. Ein Hirte des Donners. Was soll es denn wohl sonst geben? Okay, wir schmeißen mal das hier weg. Ich schmeiße auch das jetzt hier weg. Und den Hirten. Ich kann euch gerade nicht so richtig sagen. Ich müsste mal gucken, wo ist denn der Rucksack? Was hat denn der? 20 Kraft. Der hat natürlich 29 Kraft. Das ist natürlich mal ein deutlicher Unterschied. Ne? Kritischer Schaden, kritische Treffer 5%, 5%.
Ne, wir haben hier mehr Crit-Chance, aber natürlich die Kraft ist geringer. Deswegen ist die Frage, schreddern wir den oder lassen wir den erstmal im Inventar drin? Ich glaube, ein bisschen Platz können wir auf jeden Fall machen. Und dann lassen wir es mal so. Hier ist auf jeden Fall was zu lesen. Muss aufpassen, bei unsere Pickaxe ist nämlich auch gleich kaputt. Ach nee, das ist nicht die Pickaxe, das ist der Schmelztiegel vom Schmied, glaube ich, ne? Hartholz. What's that? Das ist ja mal nice. Gibt eine neue. Da gibt es bestimmt auch wieder was Cooles. Müssen hier mal ein bisschen gucken. Deswegen Kram hier liegt wahrscheinlich bloß Schrott drin, ne? Ja, da fange ich jetzt nicht an. Das ist okay. Aber Hotholz ist auch spannend. Das haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Hier gibt es wieder was zu lesen. Oh, und hier können wir reparieren. Okay, perfekt. So, jetzt wollte ich aber noch mal lesen. Ich war mit Lesen noch nicht fertig. Also, wir haben zu weit gegraben. Samet, deine Gier nach dem Elixier ist unstillbar. Du behältst es für dich, obwohl du gesagt hast, du würdest es teilen, Lügner. Wir, dein Volk, sterben für dich in diesem Tunneln. Wofür? Wir verbannen dich hiermit. Geh jetzt, sonst sollst du unsere wahre Stärke erleben. Such dein Elixier anderswo. Das hier ist unsere Mine. Okay. So, hier sind Dudes. Kann man natürlich wieder schön... genau, hier geht es dann bestimmt raus, oder? Oh, ist wild, nehmen wir mit. Ja, wie gesagt, Kupfer müssen wir jetzt nicht anfangen, so, und dann sind wir schon wieder draußen. Mehr ist es gar nicht. Der Wolf wollte mich von hinten attackieren, der Schuft. Und hat's verkackt. Kein Platz. Nehmen wir lieber von dem ein bisschen was mit. So, mehr ist es gar nicht. Und ich würde... Davon liegt aber noch was zum Lesen. Das nehmen wir uns auch noch mit. Zumindest die Erfahrung nehmen wir mit, ne? So, jetzt können wir das noch schnell lesen. Also, Samet verlangt es. Hört zu, ihr faulen Säcke. Unser Anführer Samet verlangt, dass wir weitere Elixierbrunnen graben. So bekommen wir alles an Elixier, das wir jemals brauchen könnten. Es wird gefährlich, aber das Risiko ist es sicher wert. Grabt ihren Namen oder stellt euch dem Zorn Samets. Okay, naja, die hatten dann drin schon irgendwie ein bisschen die Schnauze voll. Da oben ist noch eine Truhe, wie ich sehe. Ich bin mir gar nicht sicher, wie kommen wir denn dahin? Die hätte ich natürlich ganz gerne noch. Da bin ich ein bisschen ehrlich. Ist gerade finster hier. Wir kommen von hier aber ganz gut hoch. Die nehmen wir natürlich noch mit. Ein bisschen Loot muss noch sein. Da ist bestimmt genau der Zauberstab drin, den ich jetzt noch haben wollte. Einmal rüber. Und da ist er. Genau. Nee, aber ein Brustpanzer des Bogenschützen ist erstmal mit den Ausdauerpunkten auch nicht verkehrt. Wir brauchen aber ein bisschen Platz im Inventar. Ich denke, Schutt brauchen wir nicht unbedingt. Können wir den mal mitnehmen. Und was ich machen würde, ist trotzdem zumindest trachten, was wir hier haben. Ne? Also. Physischer Widerstand, Magiewiderstand ist jetzt... Ne, wir haben hier mehr Magiewiderstand. Das ist cool. Hier haben wir ein bisschen mehr physisch, aber wir haben hier Ausdauerpunkte dazu. Und das finde ich wiederum relativ cool. Lass uns mal gucken, wie viel Ausdauer haben wir denn jetzt gerade? Ne? Ein Kreis und ein bisschen. Wenn wir jetzt mal den Standardfall ausgehen. Wenn wir den jetzt anlegen, dann sehen wir ein bisschen anders aus. Oh, ne, das ist schon noch eine Menge. Ich glaube, das würde ich bevorzugen. Und dafür auf ein bisschen Magiewiderstand einfach pfeifen.
Denn der physische Widerstand ist ja auch ganz gut. Okay, Refugium der Flamme sollte kein Problem sein. Höhenangang ist, glaube ich, nochmal spannend für diese ganze Jägerquest-Kacke. Und Zeit für die Ernte wäre auch nochmal so ein Punkt. Aber ich glaube, das kriegen wir so abgegrast. Ich würde mich tatsächlich mit euch in der nächsten Folge hier runter nochmal begeben und vielleicht gucken, ob wir irgendwie da oben in die Biome kommen. Ansonsten denke ich, lass was in der Folge dabei. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.